Spiel gespeichert. Und eine Treppe nach unten. Dop, 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 dop. Oh, ach so. Dop, dop, dop. Oh, hier geht's. Perspektivisch hier. Oh Gott. Das hübsch, hübsch. Sind verflucht viele Wege. Oh, links, rechts geht's gar nicht lang. Und noch nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Hä? Ach so. Ach, da, hä? Was? Ach so. Ach, verflixt. Also komm, wer erkennt denn das bitte schön als Eingang? Guck dir das nochmal an. Guck das. Das ist eine Textur oder so, aber das ist doch kein Eingang. Wer kommt denn darauf, dass er da reingehen kann? Absolut null. Das sieht aus wie ein Felsen. Ja. Das ist seltsam. Ich dachte auch, wir kommen oben raus, deswegen bin ich nach unten gegangen. Eine Fackel und noch eine Fackel. Oh, eine Tür. Vielleicht doch irgendwo. Muss man ja alles absuchen, hier anscheinend. Dab, 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 das dab, ist dab. Bestimmt keine Tür, das ist eine Illusion, so. Natürlich. Wieder Spiegel und so Kram. Hui, 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 Zwerge sind toll, ja. Oh. Zwergendorf. Ja, du bist la, so klein. La, 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 la. Ihr seid so klein. Verdammt, ihr seid so klein. Die sind stark, die kann man nicht schieben. Ah, doch. Gut. Nur den dicken kann man nicht. Nö. Platzangst. Menschen! Ja. Ich schätze, ihr habt den Trick mit dem Eingang erkannt. Nö. Willkommen in Zwergendorf. Ja, hallo. Hallo. Du. Cheesepulver? Berti hat sicher welches. Er ist in seinem Laden. Ach, es gibt ja auch wieder Berti, den Schmied, oder was? Das sieht auch irgendwie ähnlich dem aus, was damals das Zwergenlager war. Ziemlich. Jo. Dup, 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 dup. Und ich schätze mal, das ist wohl ein klares Zeichen für einen Schmied. Waffenhändler. Unsere Waffen und Schilde sind die besten. Kauft und seht selbst. Natürlich. Ich würde es eher umgekehrt machen. Willkommen. Ja, hallo. Oh, neue Waffen. Und die sehen vielleicht sogar mal so aus, als könnte man sie kaufen. Und die sind, also zumindest vom Schwert her, und ich bin der Einzige, der bis jetzt eine bessere Waffe gefunden hat beim Shop. Also das bringt schon bei mir schon einiges. Kaufen wir mal eine. Eigentlich können wir, ich kann ja jede kaufen. Ja, konnten wir schon. Die werden einfach besser sein. Ach so, ach ein genau, Partner so ging das. Partner. Okay, und jetzt siehst du auch die Werte. Es verbessert sich tatsächlich. Ja, das ist schön. Ja, das ist super. Gut, dann mache ich das jetzt einfach für alle gerade. So, wow. Jo. Das ist fett. Her damit. Sehr schön. Gut, dann, aber ich glaube, die müssen wir jetzt erst anlegen und dann verkaufen, die alten verkaufen. Das sind viele Tasten. Oh, die noch einen Bonbon rein, ja. Weil ich gerade in der Stimmung bin. Ja, ich möchte... Was ist denn das? Baselart. So, wie konnte man jetzt Charaktere wechseln? Na klar. So. Ja. Ja. Und Hexenstab. Hey, hallo, Hexenstab. So. Hat jetzt jeder alles. Baselart. Lalle. Lulle. Alles klar. Gut. Dann können wir eigentlich gleich mal schauen, ob noch irgendwer hier Rüstung verkauft. Waffe. Ah, okay, das kann ich dann wieder nur, kann nur wieder jeder einzeln machen. Gut. Ne, so dringend brauchen wir die Kohle jetzt auch nicht. Das können wir irgendwann mal machen oder so, wenn wir in Geldnot sind. Dass wir dann einzeln nochmal Sachen verkaufen. Stimmt alles. Also. Ah, und hier ist dann wohl der Rüstungshändler, ganz offensichtlich. Tam, tam, ta. Verdammt nochmal. Oh, das ist übersichtlich, okay. Ein weiteres nehmen. Von Tannenmantel oder irgendwie sowas. Aber ist besser. Ja, ist besser. 21 ne? zu 26. Also. Aber wieso ein weiteres nehmen? Ich weiß es nicht. Ist egal. Ja. Intelligent. Kauf doch einfach. Ja, ich drück gerne mal den falschen Knopf, damit man sowas. Lederweste, ja. Hexenrobe. Ja. Gut. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt zwei von den Teilen im Inventar haben. Das war jetzt echt. Das wäre quasi. Nö. Nur ein. Seltsam. Ja, fast. Es ist immer wieder ein Kampf aufs Neue. Oh ja.
Das Menü ist... Wer wird gewinnen, Menü oder Schnubbi? Menü. Da hat Schnubbi keine Chance. Na. Tüte. Am besten wäre noch mit Zeitlimit oder so. Ja. So. Ja, und jetzt noch Gegenstände? Oder was ist das hier? Nehme ich an, aber brauchen wir das? Haben wir eigentlich Bonbons voll, Lebenswasser voll? Wer bist du? Achso. Hi, Berti ist vorhin gegangen. Er wollte sich etwas Komisches am Ende eines Tunnels ansehen. Rechts außerhalb der Stadt wirst du ihn eventuell finden, aber pass mit den Monstern auf. Stadt. Warum kaufst du nicht etwas in der Zwischenzeit? Berti bat mich, auf seinen Laden aufzupassen. Naja, willkommen. Er ist durch den Tresen gegangen. Natürlich. Willkommen, kaufen. Hammer, wollen wir nicht. Hammer, Hammer. Schön. Na super. Gut. Kein Geld mehr zum Ausgeben. Auf Wiedersehen. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier so an Schaden raushauen. Mhm. Zwischenzeitlich können wir hier vielleicht nochmal schlafen. Stimmt, genau. Wo waren das? Ist das hier? Hoffe ich. Denke ich. Ah. Strohbetten. Willst du übernachten? Das kostet dich 60. Tschüss, Luke. Okay, das ist ja... Soll ich hier morgen oder in der Nacht aufwecken? Morgen, oder? Ist in der Höhle doch eigentlich scheißegal. Vielleicht brennen die Fackeln morgens heller oder so. Ja. Machen wir mal morgen. Eine schöne gute Nacht. Schleimer. Hallo, 60 Luck für ein bisschen Heu? Ja. Ich hoffe, das wurde vorher auf Ungeziefer untersucht und so. Also. Werden wir spätestens halt Nachmittag rausfinden. Spiel speichern, ja. Was leuchten du so komisch? Zwergendorf. Spiel gespeichert. Dab, 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 dab. Das ist das Schöne, es kommt, also es geht momentan noch voran. Also. Ja, wir haben noch keinen größeren Hänger gehabt bis jetzt. Anhänger. Die Krabbe. Ja, yeah. War ja Absicht. Richtig, genau, ja. Ihr sucht nach Berti. Er sollte irgendwo in diesem Tunnel sein. Hier, ich öffne ihn. Was? Natürlich. Geht und habt Spaß. Ja. Die Spitzhacke will ich auch haben. So. Boah. Tam-ta-ta. Und jetzt der Test. Ich treffe nichts. Minus. Neue Gegner. Oh, oh. So. Das Sieg. Ist... ja. 30 Schaden, glaube ich, habe ich so im Durchschnitt raus. Das war ganz gut. Ja, die Fledermäuse gehen ziemlich schnell platt. Ja. Tup, tup, tup. Und wieder hoch, natürlich. Ah ja, Pilzköpfe. Ja, ja. Sieg. Keine Kiste? Ah, nicht auf der Treppe? Nö. Nö. Schade. Nö. Ich meine, wir können es eh nicht sagen. Oh, Bio-Schleim, okay. Der kann ja nur vergiften. Ich will da nicht reinlatschen irgendwie. Ich habe gerade überlegt, ob es mit dem Bioschleim hier genauso ist wie in einem anderen Zyklus auf dem anderen. Da haben die sich die Dinger doch immer so geteilt. Genau. Und ich glaube, das da oben ist Berti, oder? Könnte das sein? Ja, wahrscheinlich. Sieht aber aus wie ein Knast, irgendwie. Ja. Das. Gemütlich. Nennt man wohl Pech gehabt. Ja. Schallwelle. Fledermaus tot. So, hier geht's runter, da geht's zur Truhe. Bonbon erhalten und beschaut. Okay, prinzipiell. Knast, ne? Tatsächlich. Hä? Okay. So, ja. Hallo. Na, geht doch. Ja, ich bin Berti. Sicher. Ich verkaufe euch Schießpulver. Sagen wir 5000 Luck. Super. Ich kann... Ach, bist du? Ich glaube, du musst. Ja. Mach super. Super. Wie bitte? Hab nicht genug Luck dabei. Ich kann es nicht verschenken. Aber ich... Lasst uns hier nicht lange verweilen. Der Terror könnte jeden Moment anfangen. Terror? Ich kam, um Rocky, den Patron der Erde, zu finden. Aber er ist nirgends zu sehen. Nun, dann muss ich weitersuchen. Bis dann. Ja, schön, ne? Ja, nee. Weiter geht's. Ja. Angelüh, das nächste Mal machst du ihm bitte mal schöne Augen oder so. Sie hat da Preis ein bisschen drücken können. Sie hat da gewisse Qualitäten, die hat sie ja bereits unter Beweis gestellt. Oh, dann kriegst du auch spontan ein Level up. Ach, jetzt geht Intelligenz. Nee, Vitalität geht nicht. Nee? Nö. Intelligenz ging ja schon das letzte Mal. Oh. Ich hatte Vitalität, glaube ich, genommen.
Intelligenz oder Geist? Oder soll sie hiervon was bekommen? Naja, prinzipiell ist Stärke schon praktisch, weil der Computer haut ja die ganze Zeit einfach nur so mit ihr drauf, ne? Stimmt eigentlich, ja. Da bekommst du ein bisschen Stärke. Ne, Stein. Sieg, tatatata. Okay. Und Power Eagle, Sonic. Sonic, ja. Ist gar nicht mal so kleine gut. Dein hässlicher Bruder von Sonic. Och nö. Och nö. Da sind Giftgaswolken dabei. Oh, was war das? Eine Krone. Fratzentruhe. Oh, das ist, ja. Level 7. Oh, natürlich. Autsch. Okay, das Ding ist mächtig und stark und gewaltig und wir hauen drauf und wir machen Schaden und es macht auch Schaden? Nö, gar nicht, oder? Ich hab jetzt noch nicht wirklich eine rote Zahl gesehen. Erfahrung 8. Ja, schön. Gut. Übersichtlich. Ah, das war die Frage. Wir sind am Eingang. Ah ja, Bioschleim. Die Widerlinge. Und vergiftet, natürlich. Das ist, glaube ich, wirklich, wenn man in die Flüssigkeit reinlatscht, wenn das Vieh gestorben ist. Das kann gut sein. Oh. Truhe. Heilkräuter, ta-ta-ta-ta. Wir können bald eine Farbe aufmachen. Ganze Sache mal einsetzen, eigentlich. Ja. Aha. Minos heißen die, also. Ta-ta-ta-ta. Ach so, natürlich. Hab ich schon gewundert. Was, dass das Vieh durch die Wand kommt? Ja. Können wir auch. Das sah ein bisschen komisch aus. Boom, boom, boom. Und zack, Sieg. Nix kostet. Keine Truhe. Weiter geht's. Soll ich die verlaufen, kann man sich ja noch nicht. Nö, bis jetzt gab's nur einen Weg. Aber ich frag mich gerade, wohin der geht, weil, Amazon. Ja, was will ich? Oh, da, was will ich? Nein, ich will nochmal Stärke. Ich will gar nicht Stärke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nur bis 10 geht. Das wäre natürlich ein bisschen merkwürdig. Das Level, beziehungsweise das Limit wird wahrscheinlich 99 sein. Keine Ahnung. Okay. Und 50 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Spannung, 100. Spannung. Naja, 10 wäre ein bisschen mickrig, oder? Wahrscheinlich. Ich denke auch, das wird sich an die Werte, wahrscheinlich an den Werten orientieren, was man dann wird. Hier von wegen Waldläufer, Dieb, Ninja, keine Ahnung. Stimmt. Gibt bestimmt darüber. Oha. Wobei da erstmal herausfinden müssten, wie man dann die Berufsklasse wechselt. Aber das bekommen wir vielleicht irgendwann gesagt, hoffe ich. Und vor allen Dingen, was das jetzt eigentlich bringen soll, denn bekommt man ja, da tolle Spezialattacken oder so? Das wäre natürlich cool. Jo, das wirkt sich nur auf die Statuswerte aus. Ich weiß nicht. Ja, könnte auch sein. Das wäre blöd. Der ist auf einer anderen Ebene, ne? Jo. Klötzchen. Was? Ich habe jetzt für einen Moment gedacht, sie hat gezaubert, aber nee, das war bestimmt der komische Goblin, oder? Ich glaube auch, aber sie hat ordentlich reingeboxt, das war gar nicht so schlecht. Mhm. Und nach rechts. Und weitere Minus. Level 6 Minus jetzt schon. Level 6 Minus? Ja. Plus? Die waren Level 6. Ach so. Das Minus und Minus verwirrt mich irgendwie. Minus, Minus, ja. Level 6 Igel, mein Gott. Sonic! Sonic Boom, ja. Yeah. Sieg. Oh, mal wieder ein Level Up. Stärke hatte ich eben. Gut, dann nehme ich jetzt völlig... nein, nicht Agilität. Ich will Vitalität. Fühlst du dich schon vitaler? Oh ja. Als hätte ich einen Liter B12 gesoffen. Das ist unglaublich stark. Husch. Kann durch Wände laufen. Murmel, murmel, murmel. Lass die da unten links murmeln. Ne, jetzt ist er aufgewacht. Ah, ist ein Ratzgoblin. Ein Murmelgoblin, ein Ratzgoblin. Gibt's auch bestimmt noch andere Stufen von. Links oder runter? Essen. Obwohl, irgendwo unten war ein Speicherpunkt. Jedenfalls hat man den eben auf der anderen Seite gesehen. Ja. Ah. Habe ich mir auch gerade gedacht. Perfekt. Super. Ja. Ach, die heilen noch nicht mal beim ersten Mal.
Das sind einfach nur Speicherstände. Das ist mies. Naja. Falls wir in einen Endgegner reinlaufen, ich meine, wir starten ja gleich wieder hier. Genau. Und wenn, dann war es eh Absicht. Richtig. Ja. Top. Ich hänge an unüberwindbaren Kieselsteinen fest.